Ja, wir sind jetzt in der Baumwasserstraße und wir sind alarmiert worden zum Wohnungs- und Gebäudebrand. Also beim Eintreffen brennt ein Gegenstehender auf dem Balkon und die Scheibe ins Wohnzimmer des ersten OGs ist bereits geplatzt gewesen. Wir haben dann gleich ein Rohr vorgenommen im Außenangriff und konnten die Flamme relativ schnell löschen. Ja gut, die Wohnung ist gleich betroffen vom Rauch, so wie das ganze Gebäude eigentlich, aber wir konnten jetzt mit Lüfter den Rauch rausdrücken und der Rest wird jetzt eben natürlich voll belüftet. Bewohner waren nicht in der Wohnung und das haben also Nachbarn haben es bemerkt. Ja, die waren schon alle raus, ja. Also wir waren jetzt mit 23 Personen der Feuerwehr Schondorf im Einsatz. Insgesamt 5 Fahrzeuge.